Guten Abend, Leute. Ich sag Abend, weil es ist irgendwie schon 12:30 oder so. Jedenfalls, ich habe heute war ich shoppen. Das heißt shoppen, ich war mit meiner Mom einkaufen. Und halt auch ein bisschen shoppen. Und da habe ich was entdeckt. Oh mein Gott, das habe ich früher immer gehabt, als ich jünger war. Ich sag nicht kleiner, weil ich bin nicht viel, wirklich viel größer geworden. Und oh mein Gott, ich muss euch das zeigen. Kennt ihr das noch? Also hier, diese Krebse züchten. Oh mein Gott, ich habe das heute gesehen und musste das halt sofort kaufen. Und ich glaube, ich werde jetzt dieses Becken halt mal einrichten. Ich muss das erstmal, ich habe das noch nicht aufgemacht. Ich habe halt nur die Folie abgemacht. Ich hatte halt früher immer so, nur so ein kleines Becken dazu und das ist halt so mega groß. Und dann habe ich gedacht, geil, früher hat das bei mir immer nicht funktioniert. Die sind halt irgendwie nie wirklich gewachsen, aber ich hoffe, dass es jetzt irgendwie klappt. Also, was ist hier überhaupt drin? Auf jeden Fall eine Anleitung. Und hier so Sachen. Also das ist dieses Becken irgendwie. Dann sind hier zwei so eine Gefäße. Also das Plastik natürlich. Was ist das? Also hier sind irgendwie so Löffel drin. Hier steht Sand drauf, wie man sieht. Was ist das? Also hier ist auf jeden Fall schon mal so eine Spritze drin und ja, eine Pinzette oder was auch immer das ist. Hier sind Steine. Ich weiß nicht, ob man die nehmen muss oder ob man vielleicht auch abgekochte nehmen kann von draußen. Und was ist das? Ah, hier sind diese Eier drin. Und was ist das? Das ist wahrscheinlich das Futter für die. Ja, ich werde das mal auspacken und dann werde ich mir mal die Anleitung durchlesen. Also ich habe jetzt hier erstmal so eine Gummifüße angeklebt und dieses Thermometer. Ich bin gerade dabei, die Anleitung so Schritt für Schritt abzuarbeiten. Und das Wichtigste, was für mich hier drin steht, jetzt komm schon, ob halt diese Krebse beißen können, jetzt. Und da steht nein und oh mein Gott, das ist das Wichtigste. Ich hatte halt Angst, dass die da rauskommen können. Und nein, also Gott sei Dank nicht. Also Leute, ich habe das jetzt ausgespült, das Becken. Und ich muss jetzt ernsthaft 40 von diesen kleinen Bechern mit destilliertem Wasser da reinmachen. Ich meine, hallo, 40. Das dauert jetzt erstmal eine Weile. Also, ich habe jetzt hier diese Eier und die werde ich jetzt mal reinmachen. Das Ding ist, da steht halt drauf, dass man unbedingt danach die Hände waschen muss. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. Und was ich unter anderem auch noch gelesen habe hier in diesem, in diesem Handbuch, was ich ziemlich interessant fand, man muss da ja nach, also wenn die halt geschlüpft sind und so, diesen Sand da reinmachen. Und man soll diesen Sand, wenn halt die ganzen Krebse weg sind, nicht wegschmeißen. Man soll den halt einfach trocknen lassen. Und es kann halt sein, dass die da Eier drinne gelegt haben. Und hier steht so drin, dass die nach Monaten oder etlichen Jahren, wenn das getrocknet ist, auch ernsthaft wieder schlüpfen können. Das finde ich auch echt heftig. Also das ist schon echt krass. Ich werde auf jeden Fall jetzt erstmal die Eier reinmachen und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, also ich habe das jetzt hier reingemacht, man soll das ja in dieses eine Becken reinmachen und da ist halt so ein Zeug mit drin. Also es sieht irgendwie ein bisschen aus wie so, ja, wie so ein bisschen Splitter, also so Holzsplitter. Ich habe jetzt ein Viertel nur reingemacht, eigentlich steht die Hälfte, aber ich guck mal, vielleicht geht das, vielleicht kommen da auch so welche raus, weil dann kann man ja immer noch ein paar mehr machen. So, und auf jeden Fall steht da jetzt drin, dass die jetzt sogar in bis 48 Stunden, dass da schon die ersten schlüpfen können. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Oh mein Gott, Leute.
Ich schwöre. Also ich habe es ja gestern Nacht um 12:30 habe ich diese Eier. Ach so, übrigens stehen die jetzt hier. Man soll die ja ins Taglicht stellen. Also ja. Jedenfalls, ich habe die gestern Nacht um 12:30 reingemacht und Leute, ich schwöre euch, es ist jetzt, ich glaube, 19 Uhr oder so. Also die sind nicht mal 24 Stunden da drinne. Und Leute, man kann ernsthaft schon mini, so eine ganz, ganz kleinen Punkte sehen. Also da sind ernsthaft schon vor 24 Stunden Krebse geschlüpft. Obwohl da drin steht 24 bis 48 Stunden. Das ist halt echt heftig. Ich bin mal gespannt. Ja, ich habe die ja jetzt erstmal in diesem Becken hier. Und ich bin echt mal gespannt, wie das so jetzt die nächsten Stunden und morgen, wie viele da dann sind. Leider kann man die nicht sehen. Ups. Ja, auf jeden Fall, es ist schon echt heftig. Übrigens koche ich mir gerade Nudeln. Vielmehr Tortellini. Oder Tortelloni. Was ist da eigentlich der Unterschied? Weiß das von euch jemand? Ich habe immer keine Ahnung. Jedenfalls, hier ist so Schinken drin. Ich liebe das. Ich habe das auch mit Spinat noch. Aber ich esse erstmal die mit Schinken. Und dazu mache ich mir schön Tomatensauce. Und die ganze Suppe ist hier vorne erstmal schön übergekocht. Egal. Egal. Und ja. Ich freue mich schon. Leute, es ist 11 Uhr, also im Prinzip 1,5 Tage her, seit ich die Eier reingemacht habe. Und leider sieht man das auf der Kamera nicht, weil diese Krebse halt so mega klein sind. Aber es wimmelt in diesem Becken vor kleinen Krebsen. Also weiß ich nicht. Es sind halt übelst viele da drinne. Ja, ich bin mal gespannt, ob und wie viele da noch schlüpfen werden. Guten Morgen, Leute. Also die Eier, die sind jetzt seit circa 2,5 Tagen drinne. Und ich habe gerade mal geguckt, da ist ein so ein Riesenkrebs. Also der ist größer als alle anderen. Ich gucke gerade mal, wo der jetzt ist. Eigentlich müsste man den sehen. Seht ihr das? Der bewegt sich hier. Also man hat ihn gerade gesehen. Der ist halt wirklich viel, viel größer als die anderen. Und jetzt sieht man auch diese ganz kleinen weißen Punkte, seht ihr die? Die hier so rumschwimmen. Ja, ich glaube, ich werde heute mal. Ach da, hier ist er. Da, der große. Ich werde heute mal ein bisschen von dem Zeug oben abmachen. Ja, und dann werde ich euch vielleicht mal auf dem Laufenden halten, wenn die ein bisschen mehr gewachsen sind. Mein Toast ist fertig.